Freitagabend, 2. Dezember. Die GTEC Arena Magdeburg ist mit 6.458 Zuschauern gut gefüllt. Zu Gast ist der Wiederaufsteiger aus Erlangen. Eine Premiere gibt es beim SCM. Zirko Musa läuft heute als Kapitän auf. Er vertritt Fabian van Olfen, der aus familiären Gründen nicht beim Spiel dabei ist. Auf geht's also. Der SCM hat die letzten 3 Spiele siegreich gestalten können. Die Erlanger haben 4 Punkte aus ihren letzten beiden Spielen eingefahren. Los geht's also. In der 2. Minute scheitert Michael Damgaard am gut aufgelegten Torhüter der Gäste. Aber Robert Weber war wachsam und vollendet zum 1:0. Aber die Gäste gleichen noch in der 2. Spielminute aus. Das bleibt auch erstmal so. Der SCM legt vor und Erlangen zieht nach. Hier das 3:3 in der 7. Minute. Aber dann haben die Gäste einen ersten Lauf und ziehen auf 3:6 durch Michael Haas davon. Yannick Green im Magdeburger Tor verhindert wieder einmal Schlimmeres. Und so kann Robert Weber in der 13. Minute endlich ausgleichen. Er ist es auch, der in der 23. Spielminute die Führung per 7 Meter zurückerobert. Aber es läuft nicht rund beim SCM. Michael Damgaard schickt den Ball auf die Reise, aber der landet beim Gegner und Martin Stranowski lässt sich die Chance nicht entgehen, 10:11. Kurz vor der Halbzeitpause erkämpft Kapitän Zirko Musa wieder die Führung, hier noch einmal in Zeitlupe. Erlangen scheitert erneut an Yannick Green und so ist es Sekunden vor dem Halbzeitpfiff dann Finn Lemke, der den Pausenstand von 14:12 beisteuert. Es sind die Gäste, die besser vom Pausentee zurückkommen. In der 34. Minute gleichen sie zum 14:14 aus. Aber nur 9 Minuten später kann der Gastgeber durch Mads Christiansen einen 3-Tore-Vorsprung erzielen. Wer jetzt dachte, nun läuft die Sache, der irrt. Matthias Musche scheitert hier und im Gegenzug gehen die Gäste in Führung. In der 53. Minute dann durch Pavel Horak zum 24:25. Es sollte aber die letzte Führung und das letzte Tor der Erlanger sein. Denn im Magdeburger Tor steht jetzt Dario Quenstedt. Er wird seinen Kasten sauber halten. Erst hämmert Nemanja Zelenovic zur 26:25 Führung ein. Hier die Wiederholung aus einer anderen Perspektive. Dann beendet Dario Quenstedt ein nicht enden wollendes Zeitspiel der Gäste. Die Halle feuert jetzt ihre Mannschaft an und es ist schließlich Michael Damgaard, der mit seinem 2. Treffer den Endstand markiert. 27:25 gewinnt der SCM eine umkämpfte Partie gegen die Erlanger, die hier eine Chance für Big Points witterten. Nach dem Spiel hatten wir den Ex-Magdeburger Michael Haas am Mikrofon. Micha, wie groß ist die Enttäuschung nach so einem Spiel, was man eigentlich in der 2. Halbzeit mit einem 4:0-Lauf nochmal gedreht hatte? Ja, ich glaube, näher kann man nicht dran sein, als hier heute zu gewinnen. Oder zumindest einen Punkt mitzunehmen, ist am Ende einfach sehr bitter bei uns zu glauben. Vielleicht ist ein bisschen die Luft ausgegangen, aber es ist sehr, 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 sehr ärgerlich, weil wenn man uns das vorher gesagt hat, dass so ein Spiel wird, ist vielleicht nicht geglaubt. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Was meinst du, woran es lag, dass ihr so lange dranbleiben konntet? Hat man die Verunsicherung so ein bisschen gespürt beim SCM? Klar, ich meine, wir sind jetzt auch gerade nicht in der Top-Verfassung und wir fühlen uns eigentlich gerade gut, haben gut vorbereitet, haben den SCM gut analysiert, hatten auch über weite Teile im Griff und ich meine, wenn wir ein paar mehr unsere Chancen reinmachen, sieht es vielleicht auch schon in der ersten Halbzeit anders aus. Ja, aber ich meine, es hilft alles nichts. Die Punkte bleiben in Magdeburg. Aber ihr als Aufsteiger habt euch teuer verkauft. Was würdest du zur bisherigen Saison vom HC Erlangen sagen? Es läuft gut, läuft alles nach Plan. Wir sind, glaube ich, gut ab, was mit dem Soll. Ich glaube, von uns haben auch viele erwartet, dass wir uns nicht direkt ganz hinten einreihen. Aber trotzdem tut es einfach weh, wenn wir jetzt ein paar Spiele haben, wo wir sehen, wir sind dran. Wir können auch bei Mannschaften wie dem SCM auch auswärts mithalten. Und es tut einfach jetzt gerade direkt nach dem Spiel, ist einfach sehr bitter, wenn man dann wieder doch wieder mit nichts nach Hause geht.